So, meine Lieben, letztes oder besser gesagt vorletztes NBA-Video dieser Spielzeit. Eine sehr, sehr lange Saison neigt sich dem Ende und zwei Mannschaften sind noch im Rennen um die Meisterschaft dabei. Es spielen die Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat im Finale der NBA. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und ganz ehrlich, wer hat damit schon gerechnet? Also ich auf jeden Fall nicht. Aus doppelter Hinsicht bitter für mich. Meine letzte Wette, die ich in dieser Saison offen hatte, war tatsächlich Boston wird Meister. Und jetzt haben wir LA im Finale, die ich nicht mag. Persönliche Geschichte. Und Miami, die ich ja doch relativ cool finde. Vor allem jetzt im Laufe der Saison immer besser gefunden habe. Die Lakers mit einem 4:1 Sieg sehr souverän gegen die Denver Nuggets, die dann irgendwie dann doch ein bisschen zu, ich mache mal hier ein bisschen weiter runter, zu ausgelaugt gewesen sind. Und LeBron James spielt überragend, Anthony Davis spielt überragend und auch der Supporting Cast der Lakers sehr, sehr gut. Vor allem muss man hier erwähnen, dass Rajon Rondo und Dwight Howard nicht zu ihrer alten Form finden, aber doch eine größere Rolle in den Playoffs spielen, als ihm manch einer vor der Saison und vor allem auch vor den Playoffs zugetraut hat. Auf der anderen Seite die Miami Heat, die ich die komplette Saison bisher unterschätzt habe und auch selbst als sie 3:1 gegen Boston geführt haben, immer noch als Außenseiter gesehen habe. Fairerweise nicht nur ich, sondern auch die Buchmacher, denn auch in dem letzten Spiel, das jetzt Miami mit 125:113 oder so gewonnen hat, waren sie von den Quoten her Außenseiter. Sie haben ein sehr, sehr breites Team, das wusste, glaube ich, jeder, aber dass die Spieler letztendlich auch so absteppen, Serie für Serie, damit haben die wenigsten gerechnet. Außer, und Ehre wem Ehre gebührt, die zwei Experten vom US-Fernsehen. Zum einen Stan Van Gundy hat die Heat, glaube ich, nach der ersten Runde im Finale gesehen. Er hat gesagt, passt auf die auf, die sind sehr, sehr stark und er sollte recht behalten. Nicht nur Jimmy Butler und Bam Adebayo mit einer unglaublich tollen Playoff-Performance bisher, sondern auch Tyler Hero, der Rookie, hatte sogar einen Rekord aufgestellt mit seinen 37 Punkten in Spiel 4 von Rookies in den Playoffs, punktemäßig. Spielt überragend. Goran Dragic war schon immer ein starker Point Guard, aber dass der in dieser Saison auch nochmal oder diese Playoffs an sich so Gas gibt, wer hätte damit rechnen können? Und dann haben wir noch einen Crowder, wir haben einen Duncan Robinson, eine richtige Dreierwaffe. Wirklich Team fürs Team. Kelly Olynyk kann auch was. Und auf der anderen Seite eben die LA Lakers, die, egal ob man sie mag oder nicht, schon eine unglaubliche Playoff-Saison spielen, aber auch mit dem Hinblick auf den Tod von Kobe Bryant wäre das natürlich etwas Drehbuchreifes letztendlich, wenn die Lakers den Titel holen. Interessanter Fact, weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Beide Teams haben letztes Jahr die Playoffs verpasst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas schon mal gegeben hat, dass zwei Teams, die in der Vorsaison die Playoffs verpassen, dann im Finale sich wiedersehen. Wer hat es vorausgesagt? Richard Jefferson. Ich habe es nicht nachverfolgt, aber er hat es zumindest behauptet, dass er dieses Finale schon prognostiziert hat. Die Quoten für Spiel 1, 1,5 auf die Lakers, 2,75 auf die Heat. Nicht überraschend, dass die Lakers Favorit sind. Von der Dynamik her, LA hat mehr zu verlieren. Miami kann sich als Außenseiter in den Rausch spielen. Und ich glaube, dass die auch mehr an sich glauben im Sinne von, sie waren die ganze Zeit Außenseiter und die sind nicht satt. Also die sind ein Team, die mega viel Bock haben. Mir fällt es schwer, hier Tipps abzugeben, das sage ich ganz ehrlich, weil ich kann mir auf der einen Seite nicht vorstellen, dass LA gewinnt, dass LA nicht gewinnt. Und auf der anderen Seite traut ich diesen Heat jetzt alles zu. Ich habe ihn die ganze Saison unterschätzt und wenn ich sie jetzt nochmal unterschätze, oder besser gesagt, wenn ich sie wahrscheinlich jetzt nicht unterschätze, dann gewinne sie oder was auch immer. Auf jeden Fall schwierige Geschichte. Schaut bei oddspedia.de oder komm auf die Seite. Hier habt ihr dann auch bei dem Spiel immer die News. Eine sehr, sehr coole Funktion. Hier natürlich die News in erster Linie über die Miami Heat, die ja, jetzt glaube ich auch, genauso wie die LA Lakers, 82 Tage schon in der
Quarantäne in der Bubble sind. Und das ist so ein typischer Jimmy Butler, wenn du Titel willst, musst du LeBron schlagen. Das ist ja wirklich in der Tat so. Ja, das mit, wenn du Titel willst, musst du LeBron schlagen, echt verrückt. Der Typ ist jetzt mittlerweile 37 Jahre alt, LeBron James, und spielt immer noch so, als wäre er ganz frisch dabei. Also schaut auf jeden Fall hier auf der Seite, da findet ihr immer alle News, auch zu dieser Serie. Die Quoten für Over-Under, auch jetzt für das erste Spiel, nicht so für mich interessant. Generell werdet ihr jetzt keine Tippempfehlungen bekommen. Vom Gefühl her würde ich eher sagen, Under macht mehr Sinn, gerade im ersten Spiel. Aber ja, wir sind im Finale, da sollte man einfach die Spiele genießen. Und wann sind die Spiele überhaupt? Generell, die Kollegen aus LA sind zu 67% der Favorit in der Serie. Das soweit keine Überraschung. Erstes Spiel findet statt von Mittwoch auf Donnerstag in der Nacht. Danach geht es weiter am 2., 4. und 6. Oktober. Und falls die beiden sich noch öfter gegenüberstehen sollten, es ist ja eine Best-of-Seven-Serie, also wer zuerst 4 Siege hat, wie immer, ist letztendlich der Meister. Das letzte Spiel wäre theoretisch Spiel 7 am 13. Oktober. Leider, genauso wie in den Halbfinalen, sind die Spiele entweder zu 3 Uhr in der Nacht zu unserer Zeit oder um 1.30 Uhr, finde ich relativ ungünstige Zeiten als Deutscher da ein Spiel live zu sehen. In der Regular Season haben sie zweimal gegeneinander gespielt. Beide Male haben die Los Angeles Lakers gewonnen, einmal 95 zu 80 und 113 zu 110. Aber diese Miami Heat ist jetzt definitiv ein anderes Monster, wie es noch in der Regular Season gewesen ist. Die sind auch noch auf Jahre, glaube ich, stark, beziehungsweise können sich auf Jahre jetzt ein tolles Team aufbauen. Denn die gerade eben schon angesprochenen Bam Adebayo und Tyler Hero sind schon ein sehr, sehr guter Kern. Und auch Jimmy Butler, der Führungsspieler der Heat, ist da noch einige Jahre und auch noch im besten Basketballalter. Und das zwar noch relativ lang. Denn auf der anderen Seite muss man schon sagen, LeBron James wird nächstes Jahr 38. Anthony Davis, okay, der ist immer noch da. Hoffentlich wird er da auch verlängern aus Sicht von den Lakers, aber die sind schon mehr in einem Win-Now-Mode, auch weil wer weiß, was nächstes Jahr mit der Konkurrenz passiert. Dallas wird stärker werden, die Clippers werden stärker werden. Also die haben definitiv den größeren Druck und auch LeBron James hat in typischer King-Manier gesagt, er ist erst fertig, wenn er es erreicht hat. It's done until I get it done oder so auf Englisch und da sind wir mal gespannt, wie, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, wie hoch LA gewinnt. Meine Prognosen wären, wenn ich eine Wette platzieren würde auf 4-1 oder 4-2 LA, die Hoffnung ist auf den Außenseiter, auf die Heat, dass die Glücks- und Feel-Good-Story von Jimmy Butler und Miami weitergeht. Von daher, ich hoffe, das war für euch ein kleines, kurzes Video zu den Finals. Wir werden uns nach der Saison nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung hier sehen und dann wird es wahrscheinlich mit der NBA erst wieder im Januar weitergehen. Es tut mir leid, dass es diesmal keine Wette gegeben hat von mir, aber habe da jetzt wirklich nichts im Köcher. Von daher eine wunderschöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke für euren Daumen. Oddspedia, the Sports Betting Community.